Guten Morgen. Es ist schön, wieder bei euch zu sein, auch wenn die Umgebung für mich etwas ungewohnt ist, so wie für Sie zweifellos auch immer noch. Auf der anderen Seite, wenn es mal einen Wechsel gibt, den man nicht geplant hat, gibt es auch eine Erfrischung. Die Furcht des Herrn, das ist das, worüber wir heute nachdenken. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie diesen Begriff in der Schrift begegnen, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, ist der Anfang der Weisheit, dass Sie nicht auch manchmal ein widersprüchliches Empfinden haben. Furcht riecht nach Angst, aber offenbar geht es hier nicht um Angst, oder? Naja, ich würde gern kurz mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein zuverlässiges Wort, das du uns geschenkt hast, und für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und ich bitte nun um deine Gnade, dein Wort recht zu öffnen. Begegne du mir und uns allen und gebrauche diese Zeit für deinen Weg mit uns. Amen. In 1. Chronik 12, Vers 32, da steht etwas über die Männer vom Stamm Issachar im alten Israel. Es gibt in dem Kapitel eine ganze Auflistung von Leuten, die Helden sind oder Leute, die sich einsetzen im Kampf. All die Stämme mit ihren Waffen und ihre Besonderheiten und wie viele. Und bei Issachar steht, die Männer vom Stamm Issachar, wo man die Zeichen der Zeit gut verstand und wusste, welchen Weg Israel wählen sollte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so die Nachrichten lese, sei es in der deutschen Presse über dieses Land oder in der Schweizer oder in der holländischen Presse, wo ich herkomme, dann denke ich, hätten die nur ein paar Leute aus Issachar dabei. Wenn in jeder Regierung mal zwei von diesen Leuten dabei wären, die weise wären, die wussten, wie man die Dinge interpretieren muss und welchen Weg zu wählen ist. Das würde uns sehr, sehr viel Chaos und Frust und unnötigen Streit ersparen. Nun, diese Weisheit ist nicht nur bei ein paar speziellen Leuten. Die Schrift sagt uns, und Sarah hat das vorgelesen, sehr schön, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Weisheit, wissen, wie das Leben zu verstehen ist. Wissen, wie die Dinge zu interpretieren sind. Wissen, was dran ist. Anwendbare Einsicht. Wenn das Wort Furcht uns nun die Assoziation mit Angst bringt, ist das nicht nur verständlich, es ist gewissermaßen auch richtig. Wir hätten Grund, Angst zu haben, wenn wir an Gott denken. Wenn nicht unser Herr Jesus sein Leben gegeben hätte mit dem Tod eines Kriminellen, obwohl er als Einziger das nun nie verdient hätte, wenn er nicht Versöhnung zustande gebracht hätte, wäre die Wirklichkeit Gottes für uns nur Grund zu Angst. Nur Grund, uns zu fürchten in einem negativen Sinne. Wenn wir im Psalm lesen, Nummer 39, dass David sagt, du kennst meine Gedanken von ferne, du weißt alles, ob ich sitze oder stehe, ja, das wäre Grund für Angst. Wenn wir äußerlich fromm reden und dabei innerlich unfrommes denken, Sie sind alle frömmer als ich, aber ich bin sicher, das haben Sie auch schon gemacht. Und Sie haben auch schon gedacht über irgendeinen Menschen, für den Jesus auch gestorben ist, der Idiot. Auch wenn es nur jemand in der deutschen Regierung ist. Ja. Und damit sind Sie des Todes schuldig. Und das ist kein Witz. Ich weiß, dass es nicht populär ist in dieser Zeit, aber niemand redet im Neuen Testament oder im Alten Testament mehr über Gericht als Jesus Christus, denn er kommt, um uns davon zu befreien. Er redet davon in aller Klarheit, damit wir uns fürchten, umdrehen und seine Vergebung, seine Gnade in Anspruch nehmen. Und niemand unter uns braucht das mehr als ich.
Jesus redet von Gericht, weil er uns mit seinem Sterben davon befreit. Dass es für David ein Segen, ein Trost ist, du kennst meine Gedanken, du weißt, wo ich bin, du siehst tief im Inneren, ich kann nichts verbergen, sogar wo ich Finsternis produzieren, ist das für dich klarer, heller Tag. Das ist, weil der Sohn Davids den Weg ins Heiligtum regelt, wo Gott uns in Christus mit seiner Gerechtigkeit bekleidet sieht. Aber die Furcht des Herrn ist ja nicht ein Stehenbleiben bei der Angst, die berechtigt wäre, sondern ein Anerkennen, wer Gott ist, ein Anerkennen, wer wir sind, und ein Wissen, dass wir ohne seine Gnade keine Chance hätten. Angst wäre angebracht, aber es geht hier nicht um Angst, es geht um ein richtiges Einschätzen dessen, wer Gott ist und wer wir sind. Wissen Sie, ich habe mich heute sehr gefreut über die schönen Lieder. Ich habe das Vorrecht, wöchentlich praktisch in allerhand verschiedenen Kirchen und Denominationen unterwegs zu sein. Und nicht selten habe ich das Gefühl, dass dann eine Anbetungszeit ist, wo weniger Gott ehrfürchtig angebetet wird, als dass die eigene Anbetung gefeiert wird. Oder religiöse Mensch seine Religiosität feiert und damit die Sicht auf Gott verdeckt, aber dabei riesen Spaß und hohe Gefühle hat. Es geht um Gott. Die Furcht des Herrn besagt, dass unser Denken und Sein und Verstehen des Lebens und ein Leben, das sich lohnt zu führen, anfängt mit dem richtigen Einschätzen, wer Gott ist. Und dieser Gott hat sich offenbart und wir können ihn ein bisschen kennen. Und er hat in der Geschichte seine Treue offenbart. Ein Erkennen dessen, wer Gott ist und wer wir sind. Nun, wir kennen aus der Psychologie einen Satz, das ist jetzt nicht offenbarte Wahrheit, aber menschliche Erkenntnis, dass oft unsere tiefsten Ängste Ausdruck sind unserer tiefsten Bedürfnisse. Wenn du ein starkes Bedürfnis hast, bestätigt zu werden, ist dein größter Angst, abgewiesen zu werden. Und dann tust du alles, die Leute zu pleasen. Das sind verständliche Dinge. Wir sind als Gemeinschaftswesen im Bilde Gottes geschaffen, Gott, der Liebe ist, Gott, der in sich, in der Dreieinigkeit Gemeinschaft ist, auf Gemeinschaft und Bestätigung angelegt. Und das sind legitime Bedürfnisse, aber es ist nicht Weisheit und es ist nicht in einer Verbundenheit mit dem Schöpfer begründet, wenn ich dauernd dabei bin, mir Bestätigung zu holen. Und viele von uns kämpfen ein Leben lang damit, das zu überwinden. Und manchmal rächt sich das, indem wir andere Anerkennung absprechen, um uns selber zu Sicherheit zu geben, oder indem wir andere überhäufen mit einer Anerkennung, die auch nicht hilfreich ist. Und zutiefst ist es alles in mich begründet. Wissen Sie, viel der evangelikalen Frömmigkeit heute fängt mit Ich an. Sehr viele der modernen Anbetungstexte reden nur von mir. Oder ich singe 23.000 Mal, ich erhebe dich. Denke, dass ich Gott erhebe, aber ich beschäftige mich mit mir. Nicht, dass der Text falsch ist, der Text ist schön. Die Furcht des Herrn besagt, ich weiß, wer Gott ist, ich verstehe einigermaßen, wer ich bin. Und nun darf ich diesen Gott vertrauensvoll ernst nehmen. Wenn ich Gott am Anfang meines Denkens stelle und die Offenbarung Gottes als Grundlage meines Denkens nehme, statt meiner Schlauheit oder statt dessen, was in der Wissenschaft oder in der Gesellschaft anerkannt ist, bekomme ich einen ganz anderen Zugang zu meiner eigenen Identität und eine andere Freiheit in der Gemeinschaft mit anderen Sünden, die auch nicht vollkommen sind. Und die Gemeinde ist so ein wunderbarer Ort, wo der Heilige Geist uns in das Bild Gottes, das Jesus ist, knetet. Das Elend ist nur, dass dieses Kneten geschieht durch Fingern,
wie oft die Geschwister um mich herum sind, die nicht so vollkommen sind, wie sie selber meinen oder wie ich möchte, die meinen unrealistischen Erwartungen nicht entsprechen. Die Furcht des Herrn hat damit zu tun, dass ich die Diagnose des Heiligen Geistes über mich, über die Gesellschaft, über die Gemeinde, wo Paulus nicht nur sagt, habt fröhlich ungetrübten Gemeinschaft, sondern erträgt einander. Dass wir diese Diagnose ernst nehmen und dann mit Freude in der Furcht des Herrn lernen, einander zu lieben, dass Geistesfrucht wächst, und die Geistesfrucht ist nicht Wolke 7, Spaß, sondern Langmut, Feindesliebe und all das, was man nicht lernen möchte. Ist doch wunderbar, dass Gott, der Allmächtige, den wir fürchten, sich die Mühe nimmt, uns zu erziehen, und dafür gebraucht er einander. Dafür gebraucht er, und ich sage das nicht leichtfertig, dass auch mal unsere äußeren Umstände gewalttätig verändern. Ich arbeite einen Teil meiner Zeit für die verfolgte Kirche. Und die haben mit ganz anderen Dingen zu tun. Das macht es nicht einfacher. Aber nur wenn wir immer wieder zu Gott als Anfang unseres Denkens und der Furcht dieses Herrn, dem wir vertrauen, zurückkommen, finden wir den Weg und wird das, was widerwärtig ist, zum Segen. Schießt Satan wieder mal ein Eigentor, wie an Karfreitag, als er dachte, ich habe ihn und er hatte ihn. Mit dem vollkommenen Opfer, das Jesus brachte, verlor Satan seinen Anspruch an diese Welt, an dein Herz. Wir haben wunderbare Texte gesungen über Vergebung der Sünde. Und dass ich vor dem Thron sein kann, ja, dass ich mit Frieden im Thronsaal des Herrn sein kann. Wunderbarer Text. Das ist sehr schön empfunden, die Furcht des Herrn, der Thronsaal, wo ich eigentlich erzittern sollte, wo ich mit Frieden sein kann, weil er selber alles auf sich genommen hat. Wissen Sie, als Jesus am Kreuz hing und seine Gegner sagten, komm vom Kreuz runter, dann glauben wir dir. Da blieb der Heiland am Kreuz, damit die, die ihn verspotten, gerettet werden können. Für seine Feinde starb er. Aber es war schon ein bisschen verständlich, die Herzensgesinnung dieser Leute, die ihn verspotteten, war falsch. Aber etwas war verständlich, denn das Alte Testament sagt ja dauernd, wer den Herrn fürchtet, den hilft er. Anfang der Erkenntnis, Anfang der Weisheit, wunderbare Texte wie die Furcht des Herrn schützt dein Leben, Sprüche 19,23, du kannst ruhig schlafen, es passiert dir nichts. Oder Sprüche 23,17,18, sei nicht eifersüchtig den Sünden, fürchte den Herrn, dann hast du Zukunft und deine Hoffnung geht nicht verloren. Also, zeige jetzt, dass du Gott wirklich fürchtest und nicht nur eine große Klappe hast. Man versteht es ein bisschen. Ja. Und wissen Sie, das Wunderbare nun ist, dass Jesus für dich und mich getan hat. Aus Furcht vor dem Vater geht er diesen Weg. Aus vertrauensvolles Folgen der Weisheit und der Liebe des Vaters, um Gerechtigkeit zu bewirken. Der Vater verspricht uns, fürchte mich, so wirst du leben. Er verspricht dem Sohn, seinen einzigen, fürchte mich, so wirst du grausam sterben, aber alle anderen werden leben. Ist das unsere Gesinnung? Wenn wir nachdenken über andere Menschen, über die Problematik in der Welt, die uns Angst machen will, wenn wir nicht wissen, was wir zu erwarten haben, das ist die Gesinnung, mit der Jesus ans Kreuz ging. Fürchte mich, ich werde dich verlassen. Aber durch deinen Tod werden Milliarden Leute leben. Sie und ich haben nur Hoffnung, weil Jesus diesen Weg ging und Gott verlangt von uns, nicht so schlimm wie Jesus. Er wird uns nie verlassen. Ich habe mich gefreut über dieses wunderschöne Geschenk, was ich gerade bekommen habe. Gott lässt dich nie im Stich, das passt zur Furcht des Herrn.
Und für dich und mich ist das Wirklichkeit, weil Jesus sich im Stich lassen ließ. Die Furcht des Herrn heißt, Jesus ernst nehmen, weil wir den Vater ernst nehmen. Gott am Anfang unseres Denkens, unsere tiefste Ängste ihm ausliefern, im Wissen, dass er die Antwort ist und hat. Leben in der Furcht des Herrn heißt Leben im Vertrauen. Wer den Herrn fürchtet, braucht sonst nichts zu fürchten. Furcht vor Menschen, sagt die Schrift, ist ein Fallstrick. Wer auf den Herrn vertraut, ist unantastbar. Ja, er wird vielleicht getötet. Die Umstände werden vielleicht seine Erwartungen nicht bestätigen. Aber am Ende kommt die Abrechnung, wo die Herrlichkeit und die Ehre der Völker und der Fürsten der Völker ins neue Jerusalem vor Gottes Thron gebracht werden. Und die jetzt mit ihm leiden, wegen ihm leiden, die in Umständen leben, von denen wir nicht verstehen und denken, wo ist nun der Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, was Jesus rief. Und Paulus darf es sagen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. In deinem Leid, in deinem nicht verstandenen Elend, in dem, was du mit Menschen nicht teilen möchtest, aber was für dich vielleicht schon Jahrzehnte ein Kampf ist. Da ist Jesus mit dir mittendrin und er lässt dich nie im Stich. Kleben Sie sich das auf den Badzimmerspiegel und sagen Sie es 10-mal täglich. Gott lässt dich nie im Stich. Aber deine Umstände und deine Gefühle werden das möglicherweise nicht bestätigen. Denn du kannst die Weisheit nicht an deinen Erwartungen und Empfindungen messen, sondern an der Furcht des Herrn. Das heißt, Papa, ich vertraue dir. Du hast auf Golgatha bewiesen, dass du so zuverlässig bist. Du hast bewiesen, dass man dir blind vertrauen kann und nun will ich mit offenen Augen dir blind vertrauen. Die Herausforderungen, die vor euch liegen als Gemeinde und von jedem von euch persönlich, für mich persönlich. Ich werde jetzt, so Gott will, im Januar pensioniert und habe verschiedene neue Aufgaben übernommen, sodass ich, so Gott will, und noch nicht senil und noch mobil bin, noch 90-100% arbeiten. Das ist wunderbar, ich freue mich darauf, aber ich habe auch Furcht, denn körperlich geht es nicht gut. Aber was der Herr sagt, ist möglich und was nicht geht, muss nicht sein. Ich kann Papa vertrauen. Ich habe euch mal erzählt, dass ich ohne Papa aufgewachsen bin und sehr, sehr lange gebraucht habe, etwas zu verstehen von Konzept Papa. Und Alice und ich, mein Schatz, hatten den tiefsten Wunsch, haben gesagt, himmlischer Vater, gib uns keine Kinder, wenn sie dir nicht nachfolgen. Und mein Schatz ist sowieso eine wunderbare Mutter, aber ich habe gesagt, Papa, hilf mir Papa sein, ich weiß nicht, wie das geht und jetzt bin ich Opa und ich weiß nicht, wie Opa geht, denn ich hatte Opa, sonst gäbe es mich nicht, aber die waren schon um den Weltkrieg gestorben, letztes Jahrhundert. Aber Papa ist treu. Papa hat uns geschaffen zum Leben. Aber das Ziel des Lebens ist nicht jetzt in dieser gebrochenen Welt nach der Diagnose dieses vertrauenswürdigen Vaters Spaß zu haben und es einfach zu haben, sondern ans Ziel anzukommen. Mit Fallen und Aufstehen durch seine Gnade, lebend aus seiner Vergebung. Wir haben einen wunderbaren Gott. Leben in der Furcht des Herrn ist Leben im Vertrauen. Gott ernst nehmen, wissen, man hätte zu zittern. Wissen, das hat Gott selber geredet. Und nun will ich diesen ewigen Gott nicht wie mein Kumpel in der Tasche haben und ihn manipulieren. Ich möchte einfach in Dankbarkeit für seine Gnade den nächsten Schritt tun. Miteinander, füreinander. 1. Petrus 5, Vers 6, da sagt Petrus das mit interessanten Worten. Erniedrigt euch unter der mächtigen Hand Gottes, das tönt nach Furcht des Herrn, erniedrigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Und dann steht Partizip Präsens, werfend alle eure Sorgen auf ihn, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Wir drücken unsere Furcht des Herrn darin aus, wir, die gerne selber alles unter Kontrolle haben und regeln, indem wir unsere Sorge auf ihn werfen. Denn er ist besorgt für euch.
Dieses Preisgeben unserer pseudo-göttlichen Ansprüche, als ob wir alles regeln können, statt dankbar sagen zu lernen, Papa, ich verstehe es nicht, ich danke dir. Gib mir Mut und Gnade, nichts eigene Lösungen zu versuchen. Meine größten Fehler habe ich gemacht, als ich versuchte, eigene Lösungen zu suchen in Ungeduld. Und damit habe ich Gott nicht geehrt und Menschen nicht gesegnet. Jesus fürchtete den Vater, den er sehr vertraute. Er wurde gebrochen, damit wir leben. Sei nicht eifersüchtig auf Menschen, denen alles gelingt. Fürchte den Herrn, dann hast du Zukunft. Und deine Hoffnung geht nie verloren. Sprüche 23, 17, 18. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, der Anfang der Erkenntnis. Und wenn Sie finden, dass unsere Regierungen nicht sehr schlau dran sind, dann leben Sie mit Jesus in der Furcht des Herrn und verbreiten Sie Weisheit in den kleinen Dingen, die Sie tun und beeinflussen können. Darum ist diese Welt ein schönerer und besserer Ort, weil es euch gibt. Halleluja. Amen.